So Leute, was geht ab? Condorado, der hier mit heute mal einem Modern Warfare 2 Video. Und was ich so geil finde, ist, dass man in dem Spiel Third-Person-View spielen konnte. Nicht, dass ich es an und für sich cool finde, aber ich finde einfach nur krass, dass es überhaupt die Möglichkeit damals schon gab. Und dass da irgendwie nie wirklich was draus gemacht wurde. Schade irgendwie. Ich hatte mir letztens im Humble Store für 10 Euro fast oder noch billiger Modern Warfare 2 geholt. Und da ich das Spiel nie so wirklich gespielt habe, ich habe auf PlayStation 2 nicht mal ein Prestige hinbekommen, dachte ich mir, das könnte, glaube ich, ein cooles Spiel werden, einfach als Vorbereitung schon mal auf das nächste Infinity Ward Spiel, was höchstwahrscheinlich Modern Warfare 4 wird. Und dachte, ich spiele mal ein paar Runden. Meine ersten paar Spiele auf PC überhaupt im Multiplayer habe ich bis jetzt noch überhaupt nicht ausprobiert. Und ja, hoffe mal, dass ich irgendwie vielleicht eine Serie draus mache, weil mir das Spiel an für sich schon eigentlich immer Spaß gemacht hat, wenn der Bullshit nicht allzu krass ausgenutzt wird. Gucken wir gleich mal, wie es läuft. Weiß auch nicht, wie das mit gehackten Lobbys auf PC aussieht und so. Schauen wir gleich mal. Deshalb würde ich sagen, bis gleich im Multiplayer. So, da wären wir in meiner ersten PC-Multiplayer-Lobby. Ich hatte zu Beginn schon ein paar bunte Namen gesehen, deshalb hoffe ich mal nicht, dass hier allzu sehr gehackt wird. Ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, überhaupt keine gehackten Lobbys zu finden, aber ich hoffe einfach mal, dass es sich in Grenzen hält. Und mein allererster Multiplayer-Kill. Oh, Mitspieler, rette mich. Retten habe ich gesagt, nicht sterben. Nein, fast hätte ich sie geworfen. Also erwartet von mir mal nicht allzu viel, vor allem ist es auch mein erstes Call of Duty auf PC. Und muss mal gucken, dass ich vielleicht auch meine Empfindlichkeit noch ein bisschen ändere. Aber ich finde, das Spiel fühlt sich auf jeden Fall mega flüssig und auch von der Grafik ziemlich geil an im Vergleich zur Konsolenversion. Mitspieler, guck mich nicht an, guck da drüben hin. Oh, ich konnte mich nicht bewegen, weil ich an der Kante war. Das ist mein Mitspieler. Ich muss auch sagen, ich war nie großer Fan von dieser Map. Ich weiß auch nicht wirklich, wo die sein können da drin. Boah, ich habe das Gefühl, als wäre ich irgendwie auf Schlittschuhen in diesem Spiel. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Ja, wo ist der denn? Oh, ich hab nicht gewusst, dass man da hoch kann. Tja. Was ich an dem Spiel immer krass fand, und das ist auch so eine Sache, die ich, glaube ich, in keinem anderen Call of Duty gesehen habe, so wie in dem, ist, dass obwohl die Maps ziemlich groß immer sind, sich alles immer so in einem Bereich abspielt. So dass man auch nie allzu lange nach Gegnern suchen muss. Was aber allerdings das Spawn-Trappen auch relativ einfach macht. Oh, von hinten. Hast du ihn? Sieht so aus. Wow, von da hat er mich mit einer Silent Spaß getötet. Das würde ich sagen, bist du der Spaß. Spaß-Sticker. Guck dir das an. Aber nicht mein Schalldämpfer. Gut. Dann verstehe ich es halbwegs. Gut, ich bin immer noch Level 1. Gucken wir, dass es gleich vielleicht ein bisschen besser läuft. So, auf geht's. Wir spielen High-Rise. Ich wollte schon eigentlich die andere Klasse mit der Famas nehmen, aber ich glaube auf... Oh, wie messe ich? Ah, so. Oh, es leckt ganz schön. Es leckt sogar verdammt viel. Oh, ich habe 0 Striche, auch nicht schlecht. Ach komm, das hätte meine Granate sein können. Ja, ich weiß nicht, ob dieses Rumgelegge was mit Hackern zu tun hat, weil so war das immer in MW2 auf Konsole. MW3. Level up, baby. Ich weiß gar nicht, was für Serien man zu Beginn hat. Nein, wo war der denn? Der spawnt 2 Meter neben mir. Na gut.
Also ich tippe mal in UAVs irgendwie 2 oder 3 Kills. Aber ich finde einfach die Steuerung und das Springen auf PC, das macht es irgendwie super einfach. Aber ich habe hier gerade was gehört. Hä, wo war der denn? Ich weiß nicht, wo er ist. Oh mein Gott, ich habe eine Drohne, ich bin der Beste. So, wie rufe ich die jetzt rein? 4. Ja. Damit hätte ich eigentlich rechnen können. Guck dir den an. Superior Skills. Lass mir doch auch mal einen Gegner übrig, bitte. So, Spawns sind anscheinend geflippt. Oh ja, ich habe den AFKler getötet. Hier, T-Bag. Wenn ich irgendwann mal den richtigen Knopf finde. Nein. Ich wollte mal ein bisschen snipen vielleicht. Verbündete Harrier kommt. Oh mein Gott. Nein, das war meine. Da hätte ich doch wieder fast eine Drohne hinbekommen. Das wäre eins der besten Gameplays, die ich je haben werde wahrscheinlich. So, von wo aus? Oh mein Gott. War das knapp? Was hat er davon? Wer spielt denn heutzutage noch mit Vorräten? So, was muss ich jetzt nochmal 4 drücken? Ach, ich habe Vorräte bekommen. Ah, schade. Schade. Hätte eine coole Serie werden können. Aber gut. Da unten ist jetzt noch eine Drohne von mir. Ey, Granate. Nicht Granate. Wie heißt Geschütz. Gut, jetzt weiß ich immerhin, wo sie campen. Das war alle hier drin. Zumindest einer noch. Hab ich dich. Gut, 13-8. Ja, es hätte, kann auf jeden Fall noch ein bisschen sich steigern, finde ich, vom Gameplay her. Ich würde sagen, eine Runde machen wir jetzt noch. So, wir sind auf Afghan. Eigentlich eine Map für die FAMAS, würde ich sagen. Oh Gott, kann ich hier nur langsam... Also nicht langsam, sondern ich habe halt nur so eine begrenzte Kondition, um zu sprinten. Das ist mega ungewohnt. So, hier kann man, glaube ich, hoch. Oh, das ist keine Klette. Verdammt. Ja, da hatte der einen guten Headglitch gehabt. Und der auch. Da kennen sich Leute auf jeden Fall ein bisschen besser mit der Map aus als ich. Und sind sich auch nicht zu schade, dafür so zu spielen. Boah, ich kann echt kaum sprinten. Ich sprint 2 Schritte und dann hört er auf. Schön, Mitspieler. Jetzt ist da wieder einer. Ja. Oh, the camp is real. Keine Ahnung, wo der war, deshalb gehe ich erstmal weg. Boah, ich sehe aber auch nichts. Ich sehe einfach nur komische Punkte auf mich zukommen, ohne jemals irgendwie einen Gegner zu sehen. So, ich glaube, ich nehme mal hier eine andere Waffe. Ach komm, echt jetzt?
So, noch einen, dann habe ich meine Drohne. Ich muss erstmal mich zurechtfinden, wo ich eigentlich bin. Aufklärungsdrohne in Bereitschaft. Oh nein. So, Drohne. Macht was mit, Mitspieler. Oh, der sitzt immer noch da hinten, gell? Ich bleib an der Tür hängen. Oh, diese Kinder sind so armselig, ganz im Ernst. Ich kann ihm im besten Willen nicht sagen, wo der Typ war. Oder ist. Da sitzt er das ganze Spiel auf so einem Stein. Glückwunsch, Kollege. Muss Spaß machen. Wo ist der? Muss mich erstmal hier so zurechtfinden, wo man am meisten campt. Ich glaube, das ist eigentlich in jedem Call of Duty fast so. Vor allem, wenn man rumrennen will. Und damit Erfolg haben will. Mitspieler, rette mich. Komm, du kriegst es hin, ich weiß es. Danke. Hat gedauert, aber danke. So, die sitzen jetzt, glaube ich, alle da im Tunnel drin. Ach, war das jetzt echt kein Treffer? Ja, dieses Spiel ist ein bisschen taktischer. Also, da sitzt man öfters einfach hinter Steinen, habe ich so das Gefühl. Das gehört sich so. Wow, wenn er mich getötet hätte. Wäre das mein erster PC Call of Duty Rage Quit gewesen? Ja, für so Situationen ist diese Waffe nicht die allerbeste. Ja, danke. Ist ja nicht so, als wäre ich gerade gespawnt oder so. Ah, okay. Ups. Ups, 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 ups. So, besser mal hier raus. Aufheben, danke. So, jetzt ein richtiges Sturmgewehr mal. Mit dem man auch ein bisschen rumrennen kann. Oh, ich glaube, die sitzen da alle drin. Nee, doch nicht. Jetzt muss ich mich entscheiden, weil jetzt sind sie links und rechts von mir. Hoffen wir, dass hier keine Claymore irgendwo rumliegt. Nein, jetzt bewegt er sich sogar. Ah, bei mir. Das ist der Typ, der vorhin hinter dem anderen Stein saß, mit Sicherheit. Nach. Heute. Jetzt mache ich mir den ganzen weiten Weg. So, kann ich die da oben sehen? Wahrscheinlich nicht. Verbündete Herria kommt. Aber macht schon Spaß, so von den Maps her ist es einfach so der Unterschied im Vergleich zu den neueren Call of Duties. Ich würde mal sagen, ich hole erstmal meine Vorräte. Ich weiß nicht, ob mein Mitspieler da hinten AFK ist. Kann aber auch sein, dass er auch Vorräte holt. Konterdrohne, ja, wieso nicht? Konterdrohne in der Luft. Oh mein Gott, Leute, ich habe Predator, ich bin der Beste. Predator Nummer 4. Und Leute töten, auf. Bevor der sich wieder an seinen Stein setzt zum Campen, hole ich ihn mir lieber. Jetzt sitzen die da wieder am Headglitchen. Boah, das müssen immer wieder dieselben sein, die sich da oben hinhocken. Man könnte sagen, dass du ein armseliger kleiner Camper bist. Könnte man. Achtung, feindliche Vorräte! Weiter so, wir gewinnen! Boah, Alter, was geht mit der Mucke ab? Der Spieler rennt da nicht rein.
Aufklärungsdrohne gesichtet. So, die müssen jetzt alle da hinten auf der anderen Map-Seite sitzen. Krank. Ja, wenn man so Spaß haben kann, schön für euch. Die Zeit wird knapp. Tja, dann noob-tube ich halt mal ein bisschen. Achtung, feindliche Vorräte. Wir haben die Führung verloren. Nein, wir verlieren. Ich verliere meine Leben, nur weil ich runterspringe. Oh mein Gott, armselige kleine Missgeburten. Kann man so sagen. Ich würde mal sagen, das ist sogar das perfekte Wort für so Kinder. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ein bisschen MW3 würde ich auf jeden Fall demnächst noch ein bisschen spielen und das ein oder andere Video machen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Haut rein, bis dann und tschüss.